Jetzt müssen wir uns nicht wundern, schauen wir uns mal die Situation der Muslime in Deutschland an. Also ich glaube wirklich, subhanallah, ich will keinen beleidigen, aber ich glaube, nirgendwo ist die Situation der Muslime so scheußlich wie in Deutschland. Subhanallah. Guck mal, wir freuen uns heute. Masha'Allah, so viele Jugendliche, Masha'Allah. Ja, guck mal, wie viele draußen sind. Guck mal, wie viele jetzt irgendwo am See sitzen. Haben den Kassettenrekord dabei. Und sind da am Singen. Oder was weiß ich. Oder haben irgendwelche und sind mit ihrer Freundin am See am Sitzen. Du lachst, ja? Ja, du bist ja hier. Du bist ja hier, als wenn du so Konsorten kennst. Ich sag ja, Tatsache. Weil, Alhamdulillah, ich rede ja nicht über abstrakte Dinge, ich rede über Dinge, die ich selber mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und subhanallah, wir sehen die Verantwortlichen, die etwas daran ändern können, muslimische Verbände, die sehen diesen Schrott mit so offenen Augen und sehen, wie die Kinder alle von der Religion weggezogen werden. Und die sind sich darum am Streiten, bauen wir ein Minarett oder bauen wir kein Minarett. Ach, hier hat der Prophet Sassam ein Minarett gehabt. Das Minarett kostet 100.000 Euro. Wofür? Was willst du mit dem Minarett, Achi? Weißt du, wofür das Minarett da ist? Achi, das Minarett ist damals da gewesen, damit der Muezzin hochgehen kann, damit er den Adhan macht und den mehr Leute. Und heute haben wir einen Lautsprecher und hier in Deutschland gibt es sowieso keinen Adhan. Außerhalb der Moschee. Das heißt, was willst du mit dem Minarett? Der Prophet Sassam sagt, ein Zeichen vom jüngsten Tag ist, dass die Leute versuchen, in den Moscheen die schön auszuschmücken und so weiter. Der andere hat Mihrab in der Moschee. Kostet Geld ohne Ende. Wofür? Früher war dieses Mihrab da, damit du da reinrufst und dann schallt das, damit mehr Leute hören können. Heute hast du einen Lautsprecher. Brauchst du nicht mehr. Und die Leute, die schlagen sich tot für das Minarett. Das Minarett ist noch nicht mal ein Zeichen des Islams, Achi. Weil Zeichen des Islams ist das, was aus der ersten Generation ist. Minarett ist eine Wasila, ein Mittel. Du sagst heute auch nicht, ich mache jetzt die Hajj auf dem Kamel, weil im 4. Jahrhundert nach Mohammed Sassam haben die Hajj auf dem Kamel gemacht. Du gehst heute mit dem Auto dorthin und mit dem Flugzeug. Du sagst, ich fahre mit dem Paddelboot. Weil die früher das mit dem Paddelboot gemacht haben. Genauso ist es mit dem Minarett. Das Minarett ist dazu da, dass mehr Leute hören. Nicht damit man, weil das so sein muss. Und bei manchen Leuten ist das so wie eine Akida. Eine Moschee ist keine Moschee ohne ein Minarett. Alhamdulillah, hat die Moschee vom Propheten ein Minarett gehabt zur Zeit des Propheten? Nein. Alhamdulillah. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Geld wird ausgegeben an Stellen, an denen man es nicht braucht. Du baust für 100.000 Euro ein Minarett und in der Moschee ist kein Unterricht für Jugendliche. Was ist das für ein Schwachsinn? Ach, wenn du das einem erzählst, der Verstand in der Birne hat, der sagt, diese Leute, die müssen geistig behindert sein, ach. Und ich sag das ganz deutlich und die Leute sollen sich von mir aus angesprochen fühlen. Bruder, in Deutschland, in welcher Moschee findest du Unterricht auf Deutsch? Die Jugendlichen, die hier aufwachsen, können kein Arabisch, können kein Türkisch, nur gebrockelt. Die verstehen die Religion besser auf Deutsch. Wo ist mal gemacht worden, dass jemand ins Heimatland geschickt wird und dort Islam lehrt und dort unterrichtet wird? Wir haben Arabischunterricht in den Moscheen. Warum wird kein Arabischlehrer geholt, der speziell dafür da ist? Weißt du was anderes? Ob du ein Auto bringst, das kaputt ist, zu einem, der Auto fährt, oder ob dein Auto zu einem Kfz-Mechaniker bringst. Genauso ist mit der arabischen Sprache ein Unterschied, ob jemand da vorne Arabischunterricht macht, der Araber ist, der Arabisch sprechen kann, oder ob jemand da vorne steht, der ausgebildete Arabischlehrer für Nicht-Araber ist. Weil da gibt es genügend Ma'at. Logisch. Also es gibt nichts Logischeres als das. Bruder, nur wir wissen, das soll nicht Kritik sein. Ich rede vielleicht manchmal ein bisschen hart, ja. Nur das soll mit dem geistig behindert. Entschuldigung, wenn ich jemanden beleidigt habe damit. Aber Brüder, wir müssen einfach wach werden. Darum geht es. Darum geht es. Wir müssen unser Geld in Dinge stecken, die uns etwas bringen. Und das, was wir brauchen, ist als allererstes Wissen. Denn jetzt kommen wir zur zweiten Lehre. Zur zweiten Lehre aus dem Leben des Propheten, als sie als Minderheit gelebt haben. Der Prophet und die Sahaba hatten ein Handbuch gehabt, sozusagen abstrakt gesehen, für
wie sie ein festes, ein solides Fundament für den Islam bauen. Welches Handbuch war das? Der Koran? Also ich meine nicht der Koran, sondern ich meine drei Ayat. Ikra, kum, kum. Ikra, der erste Vers. Lies im Namen deines Herrn. Dann, was kommt danach? Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir. Warne. Und die dritte Sache, ya ayyuhal muzammil, kum min layla illa qalila. Das ist die Herangehensweise, die man haben muss. Denn, wenn man nicht warnt, wird die Strafe Allahs auf dich runterkommen. Wir sehen die Muslime hier. Weil, wenn du nicht warnst, die Strafe wird runterkommen. Allah sagt ganz toll, der Prophet sagt dies in einem in mehreren Hadithen. Er sagt, wenn ihr das Gute nicht gebietet und das Schlechte verwehrt, Allah wird Strafe euch und herabsenden und dann werdet ihr ihn bitten und die Bitte wird nicht erhört. Er schickt Jibril zu einer Stadt. Er schickt Jibril zu einer Stadt, um diese zu zerstören. Er sagt, guck mal, Allah, da ist ein rechtschaffener Diener. Er sagt, fang mit dem an, der hat die anderen nicht gewarnt. Das heißt, Islam ist eine Religion von einer Gemeinschaft. Ist nicht, ja, ich alleine stehe in der Moschee, nach mir die Sintflut, Badi und Tufan. Nein, Islam ist eine Religion für eine Gemeinschaft. Du musst dich verantwortlich fühlen. Verantwortungsbewusstsein, das fehlt uns Muslimen. Dass du Verantwortung für den anderen übernimmst. Der Prophet hat Verantwortung für die anderen Leute übernommen.